So, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Halt zwar jetzt, ich bin am Aufnehmen. Ja. Zu Far Cry 4. In dieser Folge werden wir. Ich weiß auch nicht, was wir in dieser Folge machen werden. Ah, ich weiß es. Wir werden mal hier Funkturm und dann werden wir wahrscheinlich die Festung von Nur einnehmen. Honigdachse greifen an. Ja, toll, das ist ein kleines Vieh. Haben wir eigentlich Munition? Ja, wir haben Munition dabei. Kollege. Wo kommen die denn her? Gleich looten. So. Ah, das tut gut aufzunehmen wieder. Ich eigentlich, heute müsste Montag sein. Jedenfalls wollte ich montags aufnehmen, aber da bin ich nicht da. Ich bin weg. Da kann man halt nicht aufnehmen, wenn man weg ist, ne? Das geht natürlich nicht. Ach ne, Scharfschütze war ja auf der 1. Toll! Dreckstiger. Toll. Hey! Ich will doch dem seine scheiß Waffe nicht. So, geh mal her. Und dich nehmen wir auch noch gleich. Und Fähigkeiten. Oh, Herstellung. Was können wir denn herstellen? Ach, Küche. Schau an. Nehmen wir doch mal. Ach nee. Fähigkeiten wollte ich ja noch gucken. Fähigkeiten. Was machen wir denn? Wir können nicht viel machen, ne? Machen wir einfach mal hier weiter. Ach, machen wir den auch gleich. So, zack. Jetzt bräuchten wir eigentlich neue Karma-Stufe, damit wir weiterkommen. 1, 2, 3 oder 4 Q halten. Alter. Wir haben 9 Claimers? C4 meine ich. Cool. Moin Kollegen. Will euch ja nicht im Weg rumstehen. So, da ist der Funkturm. So, wo sind sie denn? Ach nee, das sind ganz normale Leute. Ja, dann mache ich natürlich nichts. Zack. Weg damit. AJ, immer eine Freude, dich zu sehen. Joa, danke schön. Hä? Moment. Nee. Ich dachte schon, das ist ein Yogi oder wer auch immer. Eieiei. Alle sind so am Beten. Leiter. Da. Damit die Leiter. So, Maus und Tastatur funktioniert hoffentlich alles. Diesmal habe ich wirklich geguckt. Diesmal müsste die Tastatur machen, das was ich will. Ich sitze. Gott, wie schlecht. Komm, geh mal hoch, Bruder. Aha, das macht dann nichts. Ich habe nämlich eben was getestet. In dem Moment, wo er hochgelaufen ist. Bin ich zu blöd oder was? Jetzt sagen einige ja. Ich weiß es genau. Gibt es eine andere Möglichkeit? Nicht ganz, ne? Kann ich nicht da hoch? Nee. Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für
So. Wir sind mit Anlauf um 90 Grad Winkel gelaufen, das können viele, ich nicht. Beziehungsweise AJ kann das auch. Gott, diese Lautsprecher, sie, weißt du, die begleiten uns gut schon seit 40 Folgen? Nee, 30, oder? Ach man, ich habe doch eben noch gerendert, ich Vollidiot. Ich muss das doch wissen. 30 Folgen waren's. Und ich kann mich immer noch nicht an die gewöhnen. So, das kommt weg. Müll und Müll. Es folgt eine Ankündigung über die Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Die Zukunft von Belgrad liegt auf Ihren Schultern. Ihre Entscheidungen bestimmen den Weg dieses großartigen und mächtigen Landes. Stehen Sie hinter Paganini und unterstützen Sie. Wir sollten eher den goldenen Pfad unterstützen, weil wir sind definitiv stärker, wie man in vielen Folgen gesehen hat. Ab und zu waren die auch stärker, aber ich bin größtenteils am besten. So, mach aus den Shit. Boah, das pfeift immer so. Boah, das gibt's gar nicht. Ey, schon 3 GB wieder bei 6 Minuten, das ist der Wahnsinn. Ich mache mir immer Sicherheitskopien von den Videos. Und da habe ich 10 Folgen, haben bei mir gute 60 GB. Also, das ist schon eine ganze Menge Datenvolumen, was darauf geht. Oh, da war ein Jäger. Volk freigeschaltet, Sendeschluss. Schau mal an. Und leider wird mir immer noch der Erfolg nicht gespeichert, weil Uplay immer noch zu blöd ist, beziehungsweise Sony, alles hinzubekommen. Uplay-Aktion beendet, was? Uplay-Aktion beendet? Ich verstehe es nicht. Habe ich was verpasst? Ah, da unten haben wir noch hier einmal den hier und lass mich da! Bald kann man die Wahrheit nicht mehr einfach ignorieren. Jo. Pfeile. Schaf, da. Keine Ahnung, was die Pflanze bringt. Ich mach's so einfach. So, ja. Wir könnten wieder zu Willis. Oder wir machen die Festung. Sehr schwer. Spiele im Koop-Modus. Und wir wissen, was bei mir sehr schwer bedeutet, also lass mal gut sein. Machen wir einfach mal mit der Story weiter. Ich will hier im Let's Play sowieso eigentlich nur immer die Hauptstory durchmachen. Hä? Ach da. Weil ich will ja nicht das komplette Spiel spoilern. Spoilern. Damit. Hä? Oh, komm ey, leck mich doch. Damit, wenn ihr das Spiel selber auch mal spielt, nicht zu viel gespoilert werdet, ganz einfach. Weil, wenn ich sag mal, Far Cry. Zu 100% durchspielen will, geht das nicht. Du bist an der 10-Yard-Linie. Steig ein. Dauert zu lang. Pack den Wodka weg. Schmeiß ihn nicht weg. Ich habe einen Eimer Kaffee getrunken. Die werde ich noch brauchen. Oh Mann. Fliegt der jetzt betrunken oder was? Ich werde dir jetzt die Wahrheit sagen und die ist nicht schön. Dein Vater wollte deine Mutter töten, weil sie sich von allem abwenden wollte. Vom goldenen Pfad, Kyrat, der Sache. Was? V
Fakt, deine Mom war Hakuna Matata oder wie immer sie die kleinen Mädels nennen. Fakt, deine Mom hat Kagan bespitzelt, obwohl sie den Typen mochte. Fakt, dein Dad war Patriot und es gibt keinen Patrioten, der kein Hurensohn ist. Und was den Rest angeht, noch einer von Yumas Stellvertretern muss weg. Echt jetzt? Erledige das! Ja, gut, sind wir schon wieder hier, ne? Kann ich nicht den Motor kaputt machen? Schade, Sicherheitsglas. So, da runter müssen wir. Da hinten hin? Ich sollte jetzt nicht dahin fliegen, oder? Oh doch. Ach, wie geil. Ich feiere das einfach nur. Nutze die Kamera. Ich halte ihn mit dem Messer auf. Oder was du gerade sonst zur Hand hast. Juma wird die Botschaft verstehen. Will is out. Okay. Ich will ein bisschen die Schatztruhen hier oben mitnehmen, weil ich glaube, ich komme hier sonst nicht hoch. Das war kein Witz, dass du dein Opfer aufschneiden solltest. Ich brauche die Leiche intakt. Kugeln und Sprengstoffe richten zu viel Schaden an. Du musst ein Messer nehmen. Zeit für etwas gute alte Handarbeit. Warum brauchen sie die Leiche intakt? Ich will dich nicht anlügen. Ich denke mal, die Leiche wird natürlich da oben sein. Na klar. Ich mach dich fertig. So, dann beginnt wieder einmal die Action. Na komm. Einer von der Seite, ha? Huh? Au! Ich gehe nach unten. Jawohl. Okay, das Jack. Eieiei. Kriegsköter. Wo? Ah, da. Schon. Na komm. Also. So, wir gehen mal heute ein bisschen langsamer durch. Alter. So, Tastaturtest läuft. Alles mitgenommen hier.
Alles. Ach, ein Tamagotchi habe ich gerade gefunden. Okay. So, Reloading. So, hier haben wir noch was. Ich habe halt das Gefühl, ich komme hier oben nicht mehr hin. Daher will ich das doch lieber mitnehmen. Bevor wir irgendwas vergessen. Ah, schöne Sniperstelle. Nice, nichts. Ich hab den Diamant auf der Map nicht. Ach ja. Oh. Das ging ja eigentlich. Alter, die Sniper ist super. Ein Schuss und die sind alle weg. Jackfell. Schmeiß die doch weg. Müssen wir da hoch? So. Muss sein. Well. So. Na klar. Geht. Na also. Die Truhe noch. Und weiter geht's. Sehen wir von hier jemand? Ich sehe nichts. Ich bin da. Ah, da hinten verkriechen sie sich, da in der Höhle. Die Lappen. Da hinten habe ich einen Diamant noch gesehen auf der Map. Well. Keine Ahnung, was ich da gerade aufgehoben habe. Wo denn? Hatte ich vor, ja. Nicht mit mir, Freundchen. Aha. So, Kollege. Wallace, ich hab ihn. Mach ein Foto von ihm, ja? Der Boss will Beweise. Ich wette, das ist er nicht. Ich wette. Oh, Zettel. Tankers. Ah, es ist uns bei dieser Ausgrabung gelungen, mehrere Tankers-Bilder zu entdecken. Ich bin nicht sicher, aber keins davon scheint Darstellung von Kalinak? Oder Shangri-La zu enthalten. Ich fürchte, es ist also eine weitere Sackgasse. Ich möchte nicht der sein, der Yuma davon Bericht erstattet. Ja, doch, 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 doch. Ich glaube schon. Ist doch netter. Gut, der Sack will ein Foto. Da.
Ich hab das Foto. Sehr gut. Wir treffen uns unten. Genieß den Abstieg. Oh oh. Ich fuck dieses Tier da hinten noch ab. Ah! Schlecht. Reloading. Hey. Habe ich ihm gerade einen Bär gehört? Alter. Oh oh. Ciao, Leute. Mich kriegt ihr nicht. Ich kann nicht nach hinten gucken. Da rennt ein Tier. Links oder rechts? Links oder rechts? Gehen wir mal links. Hubschrauber. Ich flieg nach links. Oh, Scheiße. Ja, war gut, rechts und links zu fliegen. Wieder nach rechts. Glück gehabt. Was sind das? Sprenghelikopter? Nee, ne? Wölkchen? Alter, wie geil das gerade ist. Nicht so geil das, was da runterkommt. Ich sehe nichts. Das ist gerade hier Präzisionsarbeit. Ist nur rechts noch. Sehr schön. Wir haben es geschafft. So. Wunderbar. Ist das Ziel eliminiert? Ja, hab ihn erledigt. Nehmen wir uns jetzt Yuma vor? Steig ein. Betrachte diese Info als letzten Gehaltscheck. Du hast die ganze Zeit über CIA-Agenten getötet. Wir räumen auf. Hagan stellt keine klare und akute Bedrohung mehr für Amerika dar. Deshalb mussten wir unsere Spuren hier verwischen. Du hast einen verdammt guten Job gemacht. Also war alles, was sie sagten, gelogen? Was ich über deine Eltern gesagt habe, das war die Wahrheit. Was ich dir über Yuma sagte. Frag sie einfach selbst. Was haben sie denn vor, Mann? Sorry, Kleiner, aber wie gesagt, jeder Patriot, den ich kenne, ist ein Hurensohn. Boah, was ein Drecksack. Kann ich mit der Sniper ihn schnell ausschalten? Ja, gib mir noch einen in die Fresse. Akt 2 beendet. Boah, was ein Hurensohn. Er hat noch den Sack auf dem Kopf und kann er atmen? Hast du wenigstens Löcher reingemacht, damit er nicht erstickt? Hallo? Haben wir unsere Zeit mit der CIA genossen? Willkommen in Durgesh. Ich entschuldige mich für die spartanische Unterbringung, aber du warst ein undankbarer Scheißkerl, oder? Hast mit dem goldenen Pfad rumgemacht. Und der arme Paul? Bist du noch sauer wegen dem, was er mit deinem Äffchen gemacht hat? Wie hieß er noch? Dampfhahn? Darmkamm? Dummschwan? Oh, Jedna. Tut mir leid, dass du warten musst. Aber ich will ihm den Einstieg erleichtern. Yuma, du willst dem Burschen das Gehirn fegen. Vielleicht etwas Zucker auf dein Shit-Sandwich. Wen interessiert's? Du hast ihn gesehen, er atmet noch. Und jetzt verschwinde, ich hab zu tun. Fein, fein, fein. Aber ich will ihn lebend. Mit allem, was zählt, noch intakt. Noch eine Sache. Nun, AJ, ich weiß, das wird schwer. Aber stell's dir als harten Sex vor. Knastsex. Immerhin hast du einen Suite mit einer spektakulären Aussicht. Und als allerletzten Rat noch, ich würde nicht zu nah an der Kante schlafen. Wie du willst, Liebes.
Auf den Boden. Warum? Auf den Boden, sagte ich. Ich liege doch schon. Was machst du? Was ist das? Was war das? Schon wieder. Das gibt's doch nicht. Oh. Immer diese Drögen. Huch. Hier fallen sehr viele Menschen. Die meisten wachen nicht mehr auf. Das liegt an diesem Ort. Er schwächt Menschen. Nicht nach unten sehen. Ich tue es aber. Verdammt. Wir kommen aus dem Gefängnis. Das werden wir in der nächsten Folge machen. Da schmeißt uns der Willis einfach aus dem Flugzeug. Ich hier. Wenn wir diesem Arsch noch einmal begegnen, den pusten wir so dermaßen das Hirn weg. Hoffentlich hat er uns echt die Wahrheit über unsere Eltern gesagt. Ich traue dem Spaß nicht. Überhaupt nicht. Hoffentlich treffen wir ihn noch. Dann kriegt er neue Kohlenbewegung von mir. Ha 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 ha!